Ihr habt schon gemerkt, ich habe ein bisschen Erfahrung, weil ich, als ich klein war, war ich hier sehr oft. Ich habe mich übrigens verletzt. Mein Bizeps brennt. Also so ein handwerklicher Job ist eigentlich noch nicht zu mich. Ich habe von meiner Mutter 10 Cent gekriegt pro Manzette, die ich zu Hause gemacht habe. Schon wieder keine Blumen verkauft. Hallo Leute, hier ist Hazel. Wenn ihr vielleicht vietnamesische Eltern habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass eure Eltern entweder einen Blumenladen, ein Nagelstudio, ein Restaurant oder einen Imbiss haben. Und meine Eltern haben einen Blumenladen und ich zeige euch heute einen Tag im Blumenladen meiner Eltern arbeiten. Und der Tag beginnt natürlich nicht jetzt, er hat schon viel früher begonnen. Es ist 4.45 Uhr. Gleich geht's los, Blumen holen. Ich kann meine Augen noch nicht offen halten. Aber es geht gleich los. Jetzt kommt noch mein Mitarbeiter. Der arme Mitarbeiter muss jetzt alles mitmachen. Okay, Leute, hier holt man Blumen. Ich zeige euch einfach mal ein paar Beauty Shots. Es gibt auch Pflanzen. Aber wenn man ganz schlau ist, so wie meine Eltern, dann ruft man einfach einen Tag vorher an und sagt, was man für Blumen haben möchte und holt sie dann am nächsten Tag ab. Aber früh aufstehen muss man trotzdem dafür. So sieht das dann aus, wenn man fertig die Ware geholt hat. Meine Eltern kaufen nicht so viel. Sie haben nur einen kleinen Laden. So Leute, es ist jetzt 7 Uhr und wir sind jetzt endlich vor dem Laden. Es ist immer noch dunkel. So sieht es hier aus. Bisschen Ware. Genau, mal Quadratmeter. 24 Quadratmeter. Erstmal putzen, vorbereiten. Es ist jetzt nicht so, als ob wir hier Ansturm hätten später, aber ein bisschen Vorbereitung ist key. Gönning Häume, Mutton die Lehang Mailen. Mutton die Lehang la Balen la Jing. Okay, bốn ngày khác thì mẹ được ngủ lâu hơn. Ừ. Okay. Dư làm gì mẹ dọc không? Dư dọc không đó, để con đem bò lấy không đó mà dọc đó. Die neue Ware wird jetzt natürlich auch frisch gemacht. Das bedeutet, es werden erstmal Dornen entfernt von den Rosen. Man muss auch vorsichtig sein, dass nichts abbricht, weil dann verliert man echt viel Geld. Wollen eine Rose kaufen? Das ist doch keine Blume, das ist eine Waffe. 20 weiße Rosen. 2 Euro nur. Kommt vorbei. Ein paar Blumensträuße müssen noch korrigiert werden. Es entsteht übrigens auch sehr viel Müll. Ein ganzer Haufen Biomüll. Hoa cho muốn tươi cho đẹp là phải xịt lá bằng nước lành thế này lên nó tươi đó. Jetzt darf ich Blumensträuße binden. Ich weiß nicht mehr, ob ich das kann. Die ganz klein. Mehr vertraut sie mir nicht. Này bỏ cái này ở ruộng cho nó trồng lên cho nó ấy. Zum Stabilisieren den eigenen Stapel. Ja. Ich hab's geschafft. Jetzt die 3 Blumen. Oh. Die kleinen Sträuße sind quasi eigentlich immer nur so Reste und Blumensträuße. Wow! Ja. Mein erster Strauß wird gekürzt. Linde? Ja. Blätter wegschieben, damit man die Blumen sieht. Also so ein handwerklicher Job ist eigentlich noch nicht zu mich. Ja. Die Tür. Ja. 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 Wer würde kaufen? Du Euro. So, jetzt ist Abwarten und Tee trinken. Wir sind heute natürlich ein bisschen früher da. Dementsprechend sind alle Vorbereitungen getroffen worden. Jetzt wartet man, bis irgendein Gast kommt. Und das kann sein, dass 3 gleichzeitig kommen, aber es kann auch sein, dass eine Stunde lang keiner kommt. Sao này bà nó không? Dạo này dịch thì nó cũng kém, ít thăm nhau ít mưa hơn. So mỗi năm là bạn chỉ được một phần ba nhá, bằng một phần ba. Ừ. Nhưng mà mẹ không cần lo. Schönen Tag noch, ja? Schönen Dank. Das war jetzt nicht so spannend. Sie hat nur eine Pflanze gekauft und keinen Blumenstrauß von mir. Nachdem ich das Geld angenommen habe, Ende des Lebens, hat meine Mama gewartet. Hygiene ist wichtig. Hey, dann 9 Euro, ja? Mhm. 1 Euro zurück. Ja, schönen Dank. Nehmen Sie sich das zu. Tschüss, schönen Tag. Schon wieder keine Blumen verkauft. Ich würde ja lieber Frischblumen verkaufen, damit die nicht kaputt gehen. Aber heute wollen sie irgendwie nur Tannen und Pflanzen.
Wir haben unsere ersten Frischblumen verkauft und sie hat direkt gesagt, weil ihre Tochter Geburtstag hat. Also hier werden nur Blumen verkauft, wenn jemand Geburtstag hat oder wenn man jemanden besucht. So Leute, und weil ein Strauß verkauft worden ist, steht das jetzt leer. Das heißt, man kann wieder was binden. Also erst wenn man was verkauft hat, kann man auch wieder was binden. Boah, haben wir da. Gorna? Ich traue mir einen 10-Euro-Strauß nicht zu. Mehr Subkorn, ja? Okay. Verantwortung. Ja. 10 Euro. Jetzt kommen drei Rosen in die Mitte. Wieder das Grünzeug. Das wird ein bunter Strauß. Etwas größer. Hier muss man auch immer darauf achten, dass man gleichmäßig Abstand macht, sonst sieht das echt weird aus. Und das ist voll schwer, finde ich. Ja. Fast gleichmäßig. Hier kommen noch ganz schön. Der 10-Euro-Strauß darf richtige Blätter haben. Immer aufsetzen. Wieder eine Manschette. Tada! Ich würde es kaufen. Jetzt musste ich einen ganz, ganz großen Strauß machen, weil als ich gerade gebunden habe, wurde ein riesiger Strauß verkauft. Da fehlt was. Aber das traue ich mir echt nicht zu. Ich kann nicht mal 20 Rosen halten. Okay, ihr habt schon gemerkt, ich habe ein bisschen Erfahrung, weil als ich klein war, war ich hier sehr oft. Aber einen 18-Euro-Strauß habe ich wirklich noch nie gemacht. Es ist eine Herausforderung. Okay, Leute, langsam wird es hier sehr, sehr grenzwertig. Ich habe fast keinen Platz mehr. Aber ich muss noch drei Blümchen reinmachen. Wieder sehr bunt. Das ist hier der Style. Es ist so lang. Ich sehe fast gar nichts, was ich mache. Das gibt mir auf jeden Fall mehr Respekt vor meiner Mutter, dass sie das hier alles hinkriegt jeden Tag. Und ich dann so an meinem PC, vor meinem Handy. Oh mein Gott, noch drei Blätter. Ich kann nicht mehr. Mein Bizeps brennt. So, wieder drei große Blätter. Okay, es wird jetzt grenzwertig. Es geht nicht mehr. Jetzt müssen zwei Hände ran. Mit Papier, ja? Oh, mein Strauß! Ich habe das gemacht. Der große Strauß kriegt natürlich auch eine besondere Manschette, eine selbstgemachte. Sehr kitschig. Früher habe ich von meiner Mutter 10 Cent gekriegt pro Manschette, die ich zu Hause gemacht habe. Taschengeld. Wow! Zum ersten Mal so einen Riesenstrauß gemacht. Präsentation ist key. Schon ein Strauß verkauft, richtig cool. Yeah! Hat man einen Strauß verkauft, geht's direkt weiter. Es hört nicht auf. Und der nächste Strauß ist fertig. Ich könnte meinen eigenen Laden eröffnen. Wenn YouTube nicht mehr klappt. Und was fehlt? Nicht das Bier, die Käfer. Okay, Leute. Bây giờ mẹ đi khâu nhé. Mẹ đi đi khâu đi mua cái một tí cái hoa quả là cái gì đó. Con đứng đây trông. Con từ khi nào ai đặt cái gì đó? To thì nó vá then một tí. Mẹ lên nhá. Okay. Okay, Leute, meine Mutter ist jetzt weg. Und kennt ihr diese Angst, während sie weg ist, dann jemand kommt und sagt, ich hätte gerne 50 Rosen und ich so, ich kann nicht mal 20 halten. Also das ist mir schon ganz oft passiert, als ich ein Kind war. Meine Eltern so, ich muss kurz auf Toilette. Ich so, nein, du gehst nicht auf Toilette. Und ich dann hier so alleine. Dann kommt jemand und dann ich so, können Sie bitte warten? Sonst rasten meine Eltern aus, dass ich sie verloren habe als Gast. Das ist mir früher ganz oft passiert. Heute bin ich natürlich ein bisschen selbstbewusster, dennoch habe ich ein bisschen Angst. Ich hoffe, meine Mama kommt gleich wieder, aber ich gönne ihr die Freizeit. Bei meinen Eltern ist es nämlich so, die arbeiten sehr, sehr viel. In diesem Laden, der 7 Tage die Woche offen hat, könnt ihr euch vorstellen, ist man auch jeden Tag beschäftigt sozusagen. Und mein Vater freut sich zum Beispiel, dass er heute Freizeit gekriegt hat. Ich habe ihm gesagt so, ja, ich komme dann zum Drehen bei dir vorbei. Und er so, ich gehe Fitnessstudio, dann gehe ich Sauna, dann gehe ich Mittagessen, dann gehe ich schlafen. Das macht er gerade. Leute, ihr fragt euch sicherlich, warum kann ich das eigentlich alles schon? Also so ein bisschen zumindest. Und das liegt daran, weil ich einmal
die ganzen Sommerferien bei meinen Eltern gearbeitet habe. Und zwar war das so in der 8. Klasse, weil ihr kennt das doch, wenn man im Internet aus Versehen sich irgendwo angemeldet hat und dann noch nicht 18 war und die Leute dir dann so Mahnungen schicken und Pfändungen und du so, scheiße, ich schulde irgendjemanden 285 Euro. Mama, Papa, was soll ich machen? Und dann hatte ich zum Glück meine Eltern, die das natürlich bezahlt haben. Und ich musste es natürlich abstottern in den Sommerferien. Jeden Tag gearbeitet, um 285 Euro Internetschulden abzubezahlen. Ich hatte damals zum Glück meine Eltern, die für mich meine offenen Rechnungen bezahlt haben. Aber wenn ihr vielleicht auf euch selbst gestellt seid, dann habe ich da jemanden, der euch helfen könnte, und zwar Anyfin. Anyfin ist übrigens der Sponsor dieses Videos. Danke, Anyfin! Anyfin kann euch nämlich helfen, wenn ihr euer Konto überzogen habt, im Dispo steckt oder offene Kreditkartenrechnungen habt. Das kann schon mal ganz schnell passieren. Sie senken die Zinsen auf euren bestehenden Kreditkarten oder eurem Dispo, damit ihr schneller schuldenfrei seid. Und wie genau sie das machen, das zeige ich euch jetzt. In der Anyfin-App könnt ihr ganz einfach eine Anfrage stellen. In dem Beispiel hier wählt ihr euren Kredit und Kreditgeber aus und könnt dann ganz einfach ein Bild eurer Kreditkartenabrechnung hochladen. Dann gebt ihr hier eure E-Mail-Adresse ein und vergesst nicht, meinen Code HAZEL einzugeben, mit dem ihr 20 Euro Abzug vom refinanzierten Kredit bekommt. Das Coole ist, Anyfin macht nur ein Angebot, wenn sie eure Kosten senken können. Und wenn das der Fall ist, seht ihr direkt, was ihr sparen könnt. Hier zum Beispiel konnten die Kosten um 48% gesenkt werden und ihr könnt das Angebot mit wenigen Klicks in der App annehmen, wenn ihr wollt. Dadurch wird euer alter Kredit abbezahlt und von da an seid ihr Kunden bei Anyfin und zahlt weniger. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Info helfen oder vielleicht helft ihr ja jemanden mit dieser Info, weil jetzt kennt ihr Anyfin auch. Und da kommt meine Mama auch schon. Nein, komm, Gott, kein Knauker. Ich wollte euch mal was erzählen, so, bevor hier jemand sagt, zum Beispiel, die Rosen für 2 Euro ist zu teuer. Die haben vor der Pandemie noch so 55 Cent oder 65 Cent im Einkauf gekostet. Jetzt kosten die einfach 1,35 Euro. Also meine Eltern machen nicht mal 50% Marge. Also es ist nicht mehr viel Gewinn dabei, diesen Laden hier zu führen. Aber es macht ihnen Spaß, sonst müssten sie ja zu Hause bleiben. How you like that? Was ist das? Das kostet ungefähr 8 Euro. Ich habe jetzt doch noch weiße Gerberei reingemacht, weil es mir zu pink war. Ich habe mich übrigens verletzt mit der Schere eingequetscht. Gefährlich. Das Ding ist gefährlich. Und noch ein Sonnenblumenstrauß ist verkauft worden. Geldmachmaschine war's. Sauberes Wasser ist auch sehr wichtig. Wir haben hier übrigens eine eigene Wasserleitung. Früher mussten wir Wasser von zu Hause mitschleppen, so Kanistern, jeden Tag. Und falls ihr euch fragt, wo die Toilette ist, es gibt hier keine Toilette. Oh nein. Oh nein. Ich war zu grob und habe 1 Euro verloren. Aber das kommt noch in einen 5-Euro-Strauß. Wird noch wiederverwertet. By the way, meine Eltern haben hier nur zugestimmt, dass ich hier filmen darf, wenn ich ihre Tannenzweige zeige. Die sind ja so schön und so rot. Lasst uns sie schnell zeigen. Das sind ihre Weihnachtskränze. Nur 9,99 €. Können mit Rewe-Preisen mithalten. Gibt's auch in lila und in dunkelrot. Und wenn wir hier schon mal draußen sind, ich muss euch was richtig Lustiges zeigen. Es ist so lustig. Und zwar, vielleicht kennt ihr der ein oder andere von euch Google Street View. Irgendwann nehmen die ja so eine Momentaufnahme auf und zeigen das so im Internet. Und bei Google Street View bin ich da. Das ist eine Momentaufnahme von mir, wie ich in den Sommerferien arbeite, um meine offene Rechnung zu bezahlen. Und man sieht in meinem Gesicht gar keinen Bock. Ich will eigentlich mit meinen Freunden chillen, aber ich muss in den Sommerferien arbeiten. Und auf den Anfang nochmal zurückzukommen. Ich habe ja gesagt, dass viele vietnamesische Eltern einen Blumenladen besitzen. Warum ist das so? Thì ở bên này người Việt Nam thì sang đây nhiều người không biết tiếng thì cũng không có nhiều vốn cho nên là họ sang đây là họ kinh doanh hoa là bởi vì hoa nó cứ nhẹ nhàng thì vốn ít. Con nghĩ ngày xưa là người Việt Nam cũng phải làm kinh doanh để ở Đức đúng không? Không chỉ phải về Việt Nam. Meine Mutter möchte euch auch unbedingt ihre Kundenkarten zeigen. Die hat sie schon seit so 2006 gefühlt. Nach dem Kauf von 10 Schnittblumen ab 7 Euro erhalten sie einen Blumenstrauß für 7 Euro gratis dazu. Das klingt wie eine Bubble-Tea-Stempelkarte. Also, falls ihr in Marzahn seid, kauft gerne Blumen bei meinen Eltern. Und bevor mein Vater kommt, möchte ich noch mal erwähnen, was das hier für ein harter Job ist, weil ich mache das hier vielleicht so von 5 bis 14 Uhr, aber meine Eltern stehen hier bis 20 Uhr, bis
halt zu ist und das 7 Tage die Woche, also quasi jeden Tag, klingt für mich jetzt nicht sehr spaßig. Aber ich schätze alles, was sie für mich gemacht haben und ich möchte ihnen doppelt so viel zurückgeben. Irgendwann oder auch jetzt schon teilweise. Und ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in das Arbeitsleben meiner Eltern bekommen. Und wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Eltern arbeiten und was ich als nächstes mal testen sollte. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Und nochmal danke an Anyfin für das Sponsern dieses Videos.